Mit Solo läuft gerade der 10. Star Wars-Film in den Kinos. Ein Ende des Science-Fiction-Märchens? Längst nicht in Sicht. Kritiker und Hardcore-Fans können noch so sehr maulen. Die Filme sind ein Milliardengeschäft und solange das so bleibt, werden auch weitere Filme gedreht. Bild verrät, wie es in der weit, weit entfernten Galaxis weitergeht. Die letzten Jedi, Episode 8 der Saga, hat sehr viel Geld eingespielt. Und 1,3 Milliarden Dollar bei einem Budget von ungefähr 210 Millionen Dollar. Respekt. Aber Regisseur Rian Johnson, 44, entschied sich für einige Handlungsstränge, die nicht alle Fans glücklich stimmten. Geheimnisse um Rays Eltern oder Snokes Herkunft. Von Episode 7 Regisseur J.J. Abrams, 51, geschickt in Episode 7 eingeflochten, spielen seit Johnsons Episode 8 keine Rolle mehr. Star Wars, die letzten Jedi spielte rund 1,3 Milliarden Dollar ein, bei einem Budget von ungefähr 210 Millionen Dollar. Foto, Jonathan Olli, Deutsche Presseagentur für Episode 9. Den Abschluss der Skywalker-Saga, war ursprünglich Colin Trevorrow, 41, Jurassic World, als Regisseur gesetzt. Seine Vorstellungen waren aber andere als die der Produzenten. Nun soll es Abrams wieder richten. Man darf gespannt sein, wie und welche Handlungsstränge er aus die letzten Jedi zu einem hoffentlich befriedigenden Ende der Weltraum-Saga verknüpfen wird. Wahrscheinlich im Dezember 2019 wird die Star Wars Saga mit Episode 9 auserzählt sein. Aber die weit, weit entfernte Galaxis ist groß genug für Sternenabenteuer auch ohne den Skywalker-Clan. Den Zusatz Star Wars Story tragen Filme, die außerhalb der Hauptsaga angesiedelt und nicht auf eigene Fortsetzungen angelegt sind. Den Anfang machte 2016 Rogue One mit der genialen Idee, zu zeigen, wie die Rebellion kurz vor Episode 4 an die Baupläne des Todessterns gelang. Hart an der Grenze der für Kinder zumutbaren Gewaltdarstellung überzeugte Rogue One vor allem erwachsene Krieg der Sterne-Fans. Das Star Wars Spin-off Rogue One kam 2016 vor allem bei den älteren Zuschauern gut an. Foto, Epifoto, Deutsche Presseagentur. Gerade ist mit Solo die zweite Star Wars Story erschienen. Der dritte Streich wird fett. Boba Fett ist der Kopfgeldjäger, der in das Imperium schlägt zurück Episode V, Han Solo an Jabba the Hutt ausliefert. Trotz kurzer Auftritte und weniger Worte wurde Boba Fett bald zum Publikumsliebling. Sogar Star Wars-Schöpfer George Lucas, 74, sollte dem Tribut, als er Boba als Kind neben seinem Vater Jango in Episode 2 zeigte. Boba Fett ist ein bekannter Kopfgeldjäger im Star Wars-Universum. Foto, All-Star Lucas-Film. Jetzt also soll er seinen eigenen Film bekommen. Die Regisseurswahl gibt ein gutes Gefühl bei der Sache. James Mangold, 54, hat kürzlich mit Logan einen der tragischsten, ernstesten und besten Comicfilme ever abgeliefert. Mangold ist eine gute Wahl, will das Drehbuch für Fett mit seinem Produktionspartner Simon Kinberg, 44, schreiben. Wer sich nun allerdings einen FSK 16 Space Gangster Balerie erhofft, sollte im Hinterkopf behalten, Star Wars gehört jetzt zu Disney. Disney verdient viel Geld damit, Filme für die ganze Familie anzubieten. Dramatischer als der Schluss von Rogue One werden die Star Wars Filme kaum werden. Frühester Starttermin, 2020. Punkt. Nachdem er die frisch geborenen Skywalker-Zwillinge in die Obhut ihrer Ziehfamilien übergab, wartete Anakins einstiger Lehrmeister Obi-Wan Kenobi auf dem Wüstenplaneten Tatooine, bis er rund 20 Jahre später von Luke gefunden und zu einem letzten Abenteuer abgeholt wird. Die Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, Ea, und Mace Windu, Samuel L. Jackson, Foto,
Picture Alliance deutsche Presseagentur. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll Stephen Daldry, 57, der Vorleser, Interesse an der Regie bekundet haben. Allerdings existiert zum jetzigen Zeitpunkt kein Drehbuch. Obi-Wan, sollte es überhaupt dazu kommen, wird wohl kaum vor 2021 in die Kinos kommen. Als George Lucas seinen Film Imperium 2012 für rund 4 Milliarden Dollar an Disney verkaufte, ernannte er seine langjährige Wettbegleiterin Kathleen Kennedy, 64, zur Präsidentin von Lucasfilm. Kennedy war von E.T. über Zurück in die Zukunft bis Gremlins und Goonies in verschiedenen Führungspositionen an beinahe allen Filmen beteiligt, die in den 80er Jahren erfolgreich waren und das Jahrzehnt definierten. Von links, Produzent Ram Bergman, Regisseur Rian Johnson und die Star Wars, die letzten Jedi-Stars Daisy Ridley und Mark Hamill bei der Premiere in China 2017. Foto, Picture Alliance. Sie war es auch, die Rogue One und Solo von anderen Regisseuren fertigstellen ließ, als sie begonnen wurden. Die letzten Jedi soll komplett in Rian Johnsons Händen gelegen haben. Einen Monat bevor Episode 8 anlief, verkündete Lucasfilm, dass Rian Johnson nun eine ganz neue auf drei Teile, mindestens, angelegte Saga erschaffen würde. Im Star Wars-Universum, aber ohne die Skywalkers. Die Crew des Star Wars-Spin-Offs Solo. Woody Harrelson, Regisseur Christopher Miller, Phoebe Waller-Bridge, Han Solo-Darsteller Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Jonas Suotamo als Chewbacca, Regisseur Phil Lord und Daniel Glover von links. Foto, Episode 8 kam nicht bei allen Fans gut an. Doch der lauwarme Empfang konnte das Einspielergebnis nicht sonderlich schmälern. Was soll schon schiefgehen? Bild meint, Star Wars ist zu groß zum Scheitern. Würden sämtliche Filmkritiker auf der Welt in nie dagewesener Einigkeit den nächsten Star Wars-Streifen verreißen und davor warnen, ihn anzuschauen, wer würde nicht trotzdem, oder gerade deshalb, ins Kino gehen, um sich selbst ein Urteil zu bilden? Warum also nicht noch einen Film über Yoda? Oder Jabba the Hutt? Oder Captain Phasma? So fing alles an, Krieg der Sterne aus dem Jahr 1977 mit Mark Hamill als Luke Skywalker, Carrie Fisher als Prinzessin Leia und Harrison Ford in seiner Paraderolle Han Solo. Foto, Movies. Action Face to Face. Mehr Pominus gibt's auf Bild Facebook, jetzt folgen.